Servus Leute, mein Name ist der Nick und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Was ist das hier? Genau, und das ist Shootmania. Die Beta gerade frisch runtergeladen. Ich möchte sie sofort ausprobieren und gleich mit euch testen. Und ich muss erstmal sagen, ganz typisch diesen Mania-Spiel-Ding, typisch Registrierung 1A. Also ich bin hier raufgegangen, ihr seht übrigens hier oben die Zeit. Ich bin wieder mal zu einer unmenschlichen Zeit online. Aber 1A gemacht, Shootmania, also 1A, ihr müsst euch echt nur das Spiel runterladen, ihr könnt euch alles anmelden. Ich meine, das kommt vollkommen ernst, es ist echt ein super, super nutzerfreundliches Setup, was dieses Spiel beinhaltet. Ich würde sagen, das erste, was wir machen, ist erstmal ein Online-Spiel suchen. Ja, das ist mir relativ wurscht, wenn ich da Pornos zeigen. Beginner bitte, weil ich habe keine Ahnung. Diese Map sieht cool aus. So, gucken wir uns das mal an. Das Ganze ist eine Open Beta, frei erhältlich. Ich werde unten den Link und alles packen. Ihr könnt euch das Spiel runterladen. Ihr könnt gerne das Spiel spielen. Wenn dieses Spiel gut ist, werde ich es mir gegebenenfalls auch kaufen und gegebenenfalls auch weiterhin Videos machen. Ich habe nicht in die Controls geguckt, weil ich keine Ahnung hatte, wo die gerade sich befunden haben. Beziehungsweise ich glaube, sie haben sie nachher da irgendwo gefunden. Ist ja auch egal. Ja, ich muss sagen, mir geht es momentan verhältnismäßig extrem gut. Ich möchte jetzt gar nicht so genau ins Detail gehen. Ich kann nur sagen, dass wenn ich um fast 5 Uhr nachts noch online bin und so munter bin, dass irgendwas Schönes passiert ist heute. Achso, ich... Was? Pfeiltasten bewegen? Fick dich. Das werde ich nicht dulden. Also, das mache ich echt nicht mit. Das geht gar nicht. Also, Action schießen. Post auf. Was zum Fick? Die Steuerung verwirrt mich. Ist okay. Ich bin übrigens der Leader, der kleingeschrieben ist. Ich müsste, glaube ich, nochmal was dann machen. Aber so wie ich Trackman erkenne, ist das nicht gleich. So. Erweiterte Optionen. Eingabeeinstellungen. Das ist nicht das, was ich wollte. Okay. Auf alle Fahrzeuge anwenden. Übernehmen. Jetzt geht schon wieder dieser doofe Ladebalken. Was zum Fick? Ich bin auf dem Franzosen-Server gelandet, glaube ich. Aber mit GG, das ist auch schon mal nett. Wir sehen hier wieder ganz typisch dieses Ranking-System, wie wir es schon aus Trackmania kennen. Ich würde trotzdem erst vorher gerne Rangliste Abstimmung, Spielprofil, Schiedsrichter werden, nein danke. Interface-Einstellungen ist okay, schließen. Wow. Erweiterte Option. Moment mal. Ah, okay, wie heißt der funktioniert trotzdem. Okay. Also schießen? Habe ich irgendwie keine Muni? Ja, ich habe keine Überhitzen, glaube ich. Ist das so? Keine Ahnung, was das ist, aber gut. Ich bin zu dritt auf der Map. Scheinbar bin ich der Einzige, der bisher wirklich gespawnt ist. Ups, was kann ich damit machen? Ja, dachte ich mir doch. Schön. Komm her. Dieses Spiel soll sehr skill-lastig sein. Dementsprechend werde ich ein bisschen Konzentration brauchen. Wow. Wow. Okay, das... Wow. Okay, das ist heftig. Das Spiel braucht wirklich Skill, aber es sieht sau nice aus und es läuft super gut auf meinem Rechner. Und mein Rechner, wie ihr wisst, ist nicht mehr der neueste. Also wieder mal ein Respekt an die Entwickler. Das zeigt, also ich finde das Spiel sieht gut aus. Turm muss oben. Ach, den Turm müssen wir erobern, deswegen müssen wir uns hier hochklappen. Ne? Dann gehen wir mal nach oben. Gib mir den Turm. Hier nehme ich den Turm ein. Der Gegner hat's. Gegner hat's nicht. Der muss ja gegenspringen. Turm kann nun erobert werden. Ja, das ist schön für den Turm. Jetzt muss ich nur wissen, wie das funktioniert. So, ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Wie gesagt, das ist wieder so ein erster Einblick-Video. Ich könnte mir mal in die Kommentare schreiben, wie soll ich meine erste Einblick-Video-Serie eigentlich nennen? Weil ich habe noch keinen Namen dafür und ich finde es ziemlich doof. Ich möchte gar... Oh, ich habe ihn getroffen.
das hat er gewusst. Der kennt definitiv die Map schon besser als ich. Das immerhin habe ich schon Punkte für irgendwas bekommen. Was auch immer ich gemacht habe. Also ja, ich habe ihn gar nicht gesehen. Wow. Ich würde gerne hier runtergehen, denn Serververwaltung. Oder auch nicht, okay. Na komm, machen wir noch eine Runde. Also ich jetzt auch nicht mit Ladezeit empfehlen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau. Lass einer. Wir haben keine Teams, soweit ich weiß. Also mit der Steuerung komme ich noch nicht ganz so klar. Ich weiß, mir hat jemand angeboten in Skype. Ich kann dir die Steuerung beibringen, aber ich finde das doof, ein erster Eindruck-Video, wenn ich schon was gemacht habe. Ja, hab ich dich. Warum macht er mich Instant Kill? Kann mir das mal jemand erklären? Also ich habe immerhin Hit-Ding. Also, keine Ahnung. Also das ist echt noch ziemlich verwirrend für mich. Wenn jemand sich mit diesem Spiel besser auskennt. Ah, Moment. Der erklärt, dass zurück passiert was. Ich kann das hier irgendwie lernen. Wow. Ich sehe die Gegner praktisch gar nicht, aber das liegt auch einfach an Gewöhnung. Das ging den meisten CSS-Spielen nämlich am Anfang auch so. Na? Ich und Skill, ne? Alter, leckt der? Oder ist der so gut? Ich leck doch. Bitte. Leid gewinnt die Runde. Ey, bin ich nicht ein Profi? Boah, das Spiel. Ich gewinne einmal und er verlässt das Spiel. Ich glaube, es hakt. Ja, gut. Weiter geht's. Ich habe übrigens mal als Ort Karlsruhe eingestellt. Nicht, dass ihr jetzt irgendjemand denkt, ich komme aus Karlsruhe. Nein, ich komme aus einem Dorf, das in keiner dieser Spiele wahrscheinlich jemals zu finden sein wird. Wir können die Fahne einnehmen. Ah, guck mal, da geht es hoch. Er hat einen Turm eingenommen. Super. Ich komme in das Spiel rein. Okay, wo sind die Gegners? Gegners? Wo seid ihr jetzt? Ich habe so viel Gefühl, dass da ich der einzigste gehighlightete Name bin, dass ich als einziges auch irgendwie am Leben bin. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was meine Ausdauerleiste hier machen kann. Mein Rechtsklick lässt mich springen, genauso wie meine Leertaste. Ich komme bei mir noch nicht so ganz klar. Macht keinen Unterschied. Mein Mausrad macht gar nichts. Das ist dieser Modus, in dem die Zone immer kleiner wird. Von dem habe ich gehört. Die Kampfzone wird immer kleiner, ich kann hier nicht mehr raus, sonst sterbe ich. Dieser Wind wird mich töten. Soweit ich weiß. Ja? Gut, ich kann eh nichts verlieren. Blinchy, ja, wer hätte es gedacht? Lass mich jetzt spawnen. Also mit allen hier. Geht es weiter? Ich bin noch nicht gewertet. Und der ist schon auf Platz 126 in Europa. Gut, ich bin der einzige, der gehighlightet könnte. Eins zurück im Regen anzusehen. Beim Modus überlebe so lange wie möglich. Zu viele Punkte. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass irgendwas nicht mit den anderen Spielern hier stimmt. Ich meine, sonst müssten die doch irgendwann mal hier auftauchen. Vielleicht ist es einfach eine zu unmenschliche Zeit, aber das Spiel gefällt mir. Leider hat ein Turm auf der Pack. Da ist irgendwer aktiviert. Offset Zone ist aktiviert. Ah, genau, so weiß ich. Ach, Moment. Wie habe ich die jetzt freigeschaltet? Wenn ich hier drin stehe, habe ich eine andere Waffe. Wenn ich jetzt wieder rausgekriegt werde, die alte. Hä?
Aber manchmal, wenn ich da drin stehe, kann ich auch nicht springen, kann das sein? Dann kann ich nicht springen. Oh, okay. Okay, das ist merkwürdig. Minimal. Ja, ist okay. Oh, wow, wow. Das ist ungeil. Das war echt uncool. Gut, ja gut. Spiel abbrechen, bitte. Ja, ich möchte bitte Spiel abbrechen. Dann... Ja... Darstellen. Ich möchte das zulassen, ist okay. Alle Server bitte. Sonst haben wir hier noch echt nicht viel. Oh, und ihre. Ich bin auf Platz 5000 irgendwas. Da sind noch einige drauf. Dann gehen wir doch mal drauf. Beitreten. Und muss auch sagen, hier, also ihr seht, dieses Spiel läuft alles sehr flüssig, sehr sauber, sehr gut. Und ich habe einen 5 Jahre alten PC. Das heißt, wenn ihr nur einen PC habt, der Word-Dokumente öffnen kann, versucht wenigstens dieses Spiel euch runterzuladen. Es macht echt Spaß. Und ich schätze an mich, dass ich mir das sogar auch holen werde. So, verbleibende Spiel. Ich kann ich hier zugucken. Hallo, ja, okay. Also damit, guck mal, da sehen wir diese Danger Zone. Ja, mal rauszoomen. Da diesen Nebel. Und ich würde danke. Und ich vermute mal, der schließt sich jetzt immer weiter. Könnte ich bitte ein bisschen näher rankommen? Ich komme noch nicht so ganz mit dieser Steuerung klar. Auf jeden Fall gibt es hier auch Map Editor, den versuche ich nachher auch nochmal zu zeigen. Gut, gucken wir mal, wie ich mich jetzt so stelle. Wo bin ich da unten nicht gewertet bisher? Doof, aber verständlich. So, ab geht's. Ein Treffer. Ein Spiel, in dem es um Skill geht, ne? Ich kann doch was, mein Freund, ich kann doch was. Und wie es aussieht, werde ich, je länger ich renne, desto schneller werde ich. Das heißt, vermutlich ist Rennen hier echt der Schlüssel zum Erfolg. Kriege ich den Turm trotzdem jetzt? Genau. Da hinten ist einer. So, ein paar Schüsse, ein paar Schüsse, ein paar Schüsse. Oh, je, je, je. Da. Nein! Spiel ist ziemlich schnell, ziemlich heftig. Ist natürlich nicht wie bei Trackmania Nations Forever, dass man da mit Enter respawnen kann und so. Aber gut. Jeder, der Trackmania nicht kennt, der hat sich echt ein gutes Rennspiel übrigens gehen lassen. Just saying. So. Ja, könntet ihr jetzt bitte mal ein bisschen hinmachen? Meine Zuschauer wollen nicht unbedingt sehen, wie ich in einer Nebelwand stecke. Gut. Aber das ist ein cooles Ding, dass die Arena immer kleiner wird. So verhindert man auch Camper. Und ich find's cool, dass hier nicht die Kill-Death zählt, zumindest in diesem Modus nicht, sondern echt die Hit versus getroffen werden oder so. Keine Ahnung, was SV heißt, aber auf jeden Fall zählen hier die Hits, die man macht. Das finde ich nicht schlecht, weil man so bei diesem Spiel, wie gesagt, bei diesem Spiel ist es ziemlich, neue Map wird wahrscheinlich geladen gerade. Oh, ich krieg Punkte. Meine ersten Punkte, ich bin Platz 20.033. Not even close, baby. Alter Schwede. Aber das, auch das hier wird so sein, dass... jetzt geht's in der Nacht weiter. Auch das hier wird so sein, dass wenn ich eine Zeit lang spiele, ich automatisch aufsteige, allein schon, weil andere Spiele nicht spielen und vor mir sind. Das wird sich alles so eingliedern und mit der Zeit... Dieses Ranking-System von Trackmania hat schon richtig gut funktioniert. Ich denke, dass die das hier drauf haben. Solche Ranking-Systeme angeht. Ich mag diesen Laser nicht. Ich mag eigentlich am meisten das hier. Off-Zone Activated. Na komm her. Wow. Nein. Wow. Wow. Ah, da hinter mir war. Doof. Doof. Wo bin ich ganz unten da? Nee. Keine Ahnung, was diese 3 bedeuten soll, weil ich wurde ja nicht dreimal getroffen, ich kann ja nicht mal dreimal getroffen werden. Wir würden gerne dann näher ran. Ich komme noch nicht so ganz mit dieser Kamera klar. Beim Mausrad scrollen bringt nichts. BRT-Tasten auch nicht. Pfeiltasten auch nicht. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Um
ich dieses Spiel auch wieder auf der Idealauflösung eigentlich für YouTube spielen soll, habe ich jetzt wieder nicht gemacht. Die hat halt schwarze Ränder. Das tut mir sehr leid, aber daran habe ich nicht gedacht. Dem Leid tut's leid. Die Leiden des jungen Leids. Ich habe so lange gewartet, diesen Witz endlich mal zu bringen. Die Leiden des jungen Leids. Ein Klassiker. So, wir versuchen jetzt mal ganz schnell die Flagge einzunehmen. Scheißen auf alle Leute links und rechts. Nee. Meine Flagge habe ich gesehen. Wow. Scheiß Engländer, dann treffen wir. Was? Der hat den Turm aktiviert, warum ich nicht? Nein, warum? Ah, fuck. Hier darf man echt nicht stehen bleiben. Sonst ist man eigentlich schon eh verloren. Ja, komm her. Ich meine, mit der Zeit wird man dieses Spiel auch besser lernen. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ich hätte wissen müssen, dass der volle Ladung hat und nicht. Oh Mann. Na gut, das war's für mich. Trotzdem, so schlecht habe ich mich jetzt auch nicht geschlagen. Ich habe eine bessere KD als der Typ. Könnte ich... Also er kriegt einen Turm. Er hat einen Turm, aber er hat genauso viele Punkte. Ja, egal. Mach mal hin, ne? Denn der Rauch kommt näher. Oh, der geht gleich auf. Boom, da ist der Rauch weg. Seht ihr, das ist das Gute am Rauch. Man kann sich nicht irgendwo vercampen. Also, Frost gewinnt die Runde. Okay, das ist schön für ihn. Oh, ich bin auf Platz 9 von der Rangliste. Immerhin nicht der Schlechteste. Und weiter geht's. Boah, ich bin aber am Arsch gespawnt, am Arsch der Welt nicht gespawnt hier. Ah, mit rechts kann ich hier sprinten oder so. Egal. Die Bodenflächen machen den Unterschied. Aber je nachdem, auf was ich laufe, andere Waffen habe ich und andere Fähigkeiten. Jetzt komme ich erst so ein wenig dahinter, was dieses ganze Ding hier vor sich hat. Guckt, hier kann ich rennen. Beispiel richtig. Ach so. Gut zu wissen. Na. Na, würde ich mal bitte treffen. Dann wäre es auch nicht. Wow. Na, komm. Das war zwar nicht ich, aber gut. Tschüss. Okay. So viel zum Thema am Anfang. Oh, gut. Er hatte recht, die ersten paar Minuten sind verwirrend. Sie haben blablabla getroffen, sie haben blablabla getroffen. Die ersten paar Minuten sind verwirrend in diesem Spiel, weil man nicht weiß, was man machen, wie die Action-Tasten man benutzen sollte. Aber nach kurzer Zeit hat man das raus. Und jetzt wollen wir mal gucken, ich kriege 9 Punkte diese Runde, das ist nicht schlecht. Zumindest glaube ich, dass die... Ja, Mann. Aber trotzdem bin ich nicht wirklich gut gewesen. Egal. Ich möchte auf jeden Fall diese Runde fertig spielen. Danach zeige ich noch den Editor. Aber der Editor wird ein extra Video kommen. Also ich stehe jetzt schon fest. Warum der Editor ein extra Video kommt? Weil dieses Video jetzt doch auch schon ein bisschen länger geht. Und... Na, ich auch ein paar mehr Videos als nur eins von diesem Video von diesem Spiel zeigen möchte. Und ich habe die Uhrzeit ja gezielt. Dementsprechend teile ich es einfach auf. Ich finde es auch passender, weil die Leute, die nur das Gameplay interessieren, den Editor nicht, die können sich das angucken, müssen den Editor-Teil sich gar nicht angucken, brauchen da gar nicht zu hoffen, dass da noch was kommt. Und Leute, die nur den Editor-Teil sehen, brauchen sich das hier nicht vorher anschauen. Achso, bis zu dem Moment, wo die Flagge eingenommen ist, respawn ich und danach nicht mehr. Ah, auch gut zu wissen. So ein Arschloch. Wie viele Punkte kriege ich diese Runde? 11. Das ist schon mal nicht schlecht. Der Typ hier kriegt zum Beispiel nur 9. Das reicht aber trotzdem nicht, um den zu überholen. Das ist dieses typische Trackmania-Feeling. Du hast immer das Gefühl, du musst den nächsten überholen. Wenn du den nächsten überholt hast, musst du nochmal den nächsten überholen. Wie viele leben eigentlich noch? Nur 2. Ja, die dürften sich gleich erledigt haben, denn da kommt die Rauch runter. Ich glaube, spätestens der hier hat es nicht gecheckt. Okay, oder er hat gecheckt und hat ihn einfach umgebratzt. Auch gut. Punkte werden hinzugefügt. Ich bin immer noch Platz 9, aber ich hole hier unseren Sugar irgendwas auf. Die Map sieht cool aus. Ich könnte mir was vorstellen. Könnte die Map schon von einem Film gemacht worden sein? Oder ist sie... Ich weiß, dass es sehr wenige Maps von vornherein gibt. Denn das Ding von diesen ganzen Niden-Spielen ist, dass die Spieler ihre eigenen Maps machen. So.
Spiel abbrechen, Spiel abbrechen, bitte, danke. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja, 20 Minuten, das ist eine gute Partlänge. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn es dann in den Map-Editor geht. Bis dorthin, euer Yannick. Tschüss.